So, hallo, ich begrüße euch bei einer neuen Folge Mario Maker 2. In der Zwischenzeit hat sich ein Levelcode in meine Kommentare geschlichen von dem lieben Nonkablu. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, das Level. Mario the Treasure Hunter, 11, irgendwas Prozent, 1,27. Vielleicht hast du mehr Glück, den Schatz zu finden als Mario, aber sei vorsichtig. Na dann, sind wir mal vorsichtig. Hier heißt er offensichtlich Vicaris. Gut. Gucken wir uns mal an, was er so zu bieten hat. Autoscrolling habe ich gelesen. Schauen wir mal. Auf Schatzsuche gehen wir. Und dann gucken wir uns die anderen Level von Frank an. Die hätte ich auf jeden Fall jetzt geplant für den Part. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, hier sind schon mal ganz viele Schätze. Mit Sounds. Und mehr Sounds. Oh Gott. Da gehen wir nicht hin. Das sind zwar auch Schätze, aber die sind gefährliche Schätze. So, ich kann in die Tür. Wenn ich nicht in die Tür gehe, komme ich nicht mehr hin. Gehen wir erstmal in die Tür. Ding dong. Ah, da ist der Autoscrolling-Teil. Okay, also wir segeln sozusagen jetzt auf dem Schiff. Das ist interessant. Und ich muss auf jeden Fall die On-Off-Dinger erwischen, sonst werde ich immer wieder hängen bleiben. Oh oh. Ah, das war knapp. Okay. Also möglichst weit vorne aufhalten, damit ich immer die On-Off-Dinger mitbekomme. Eieiei, ist das ein Kaktus? Oh, Checkpoint. Oh, ich hab mich gerade schon an der Kugel sterben sehen. Habt ihr mich auch an der Kugel sterben sehen? Das war super knapp. Das war wirklich... Oh, weia. Wie viel Münzen gibt es? 5, okay. Das war wirklich gerade super knapp. Uff. Okay, wir gehen mal auf den da, dass wir höher sind für die Münze da oben. Gott. Oh. Wo ist mein Zusatzpilz? Hier ist ein Zusatz. Nein! Ah! Da habe ich nicht drauf. Da habe ich nicht aufgepasst, wollte ich sagen. So, jetzt können wir mal gucken, was hier noch so ist. Ja, gut. Das da drüben, vermute ich jetzt einfach mal, ist, wenn man an der anderen, am Anfang, vielleicht wenn man da erstmal weiter nach, oh, da komme ich jetzt nicht hin. Wenn man am Anfang weiter nach, rechts geht, anstatt in die Tür. Und das ist wahrscheinlich Münzen. Oh. Achso, das sind nochmal solche Wolkenmünzen-Dinger, okay. Aber ich guck mal kurz, ob vielleicht noch... Ob hier vielleicht noch mehr ist. Ah ja. Da ist eine 50er-Coin. Kann ich eigentlich? Nein. Oh, vorsichtig. Gut. Haben wir ein kleines Secret gefunden, ist ja auch schön. Oh, wait. Kann ich mich hier so ein bisschen... Weiß nicht, ob das so klug ist, die so mitzunehmen. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn da diese eine Lücke offen ist. Wobei dann der Pilz abhaut und nicht mehr... Oh, nicht mehr safe ist. Ja, vielleicht war das nicht so klug. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, ob es am Ende... Ach, Mensch. Klug war. Jetzt... Nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott. Jetzt kann ich mir den Pilz hier jedenfalls mitnehmen. Ah, es kommen immer mal wieder Pilze runter. Das ist ganz gut. Okay. Ich hab gedacht, es ist vielleicht für meinen Vorteil, wenn ich das Schiff so ein bisschen randaliere. Demoliere. Oh mein... Oh nein. Oh nein. Ich habe nicht nachgedacht. Und die Münzen sind Bonus. Okay. Außer, nein, die sind kein Bonus. Die rote, die braune Tür könnte auch eine Reset-Türe gewesen sein. Oha, wir haben den Schatz gefunden.
Wait, ich kann aber auch in die Röhre rein. Nein, kann ich nicht. Okay. Okay, mich interessieren jetzt zwei Dinge. Erstens, was ist am Anfang weiter rechts? Das war's. Es gibt kein zweitens, okay. I'm sorry, es gibt kein zweitens. So. War hier nicht auch... Nee, hier war keine Shell, hier war so ein Ding. Ich glaube, da ist nicht 50er-Coin. Ich glaube, da ist die 50er-Coin, die wir von der anderen Seite genau gesehen haben, mit dem Leben hier in der Ecke. Genau. Das ist das ja, okay. Gut, dann haben wir im Prinzip alles gesehen, ne? Man könnte wahrscheinlich... Achso, ich komme doch wieder hier rüber, stimmt. Okay. Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, was passiert, wenn ich hier vom Schiff gehe. Sind da überall dann Stacheln im Boden? Ja, anscheinend ja. Das heißt, da habe ich eigentlich keine große Chance, hier irgendwas zu reißen. Ja, okay. Und dann komme ich... Ach ja, dann komme ich durch den On-Off-Dinger ja eh nicht durch. Okay, gut. Schönes Level. Alles klar. Haben wir das auch mal gesehen? Hat der viel gebaut? Ah, es hält sich in Grenzen. Können wir uns vielleicht bei Gelegenheit... Short Challenge. Okay. Okay. Das gucken wir uns an. Was hat er denn da gemacht? Ich meine, es war 11 Sekunden. Und 30... nicht 30. 0,3% haben das. Oh, wow. Das heißt, das konnte er spielen. Das ist ja immer schon mal gleich beeindruckend, ne? Upp, okay, langsam. So, das Ding, das zieht jetzt los. Hä, aber ich kann ja überhaupt nicht... Ah, auch dann muss ich auf den... What? Auf den Pi... Ach so, nein, und dann da durch. Oh Gott, das ist ja sick. Das werde ich nicht schaffen. Das kannst du spielen, Kablu. Du bist ja ein Verrückter. Ah. Jetzt hier rüber. Und dann ist da... Keine Ahnung, wie es dann da unten weitergeht. Oh boy. Oh boy. Oh, die Kanonenkugel sollte ich vielleicht abwarten. Mist. Die Kanonenkugel sollte ich vielleicht abwarten. Sagte er und macht es einfach nicht. Nein. Aber ich denke, bis zu dem P-Switch darunter kommen wir noch. Also den P-Switch-Sprung, da schaffen wir auch noch. Ah, das ist ein bisschen kritisch. Nein, ich habe wieder nicht gemacht. Warte ich denn immer nicht? Ja, das war jetzt nicht so gut. Nicht mehr, ne? Die kommt nicht mehr. Nein. Mist. Ah, ich will mich jetzt eigentlich nicht hier lange aufhalten. Verdammt, jetzt habe ich wieder hier... Hat sich wieder mein teilweise Schaffen-Ehrgeiz geweckt. So teilweise kriegen wir das nämlich hin. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Ah! Das sieht schlimmer aus, als es ist. Mist! Ich hasse das, dass ich dann immer so, Oh, okay. Nochmal abspringen. Gut, jetzt wissen wir das auch. Das wusste ich halt bisher nicht. Das war jetzt natürlich ein Blind Jump. Ah, Mist.
Aber dann nochmal abspringen. Und dann geht's im Prinzip in den Schlüssel und dann geht's in die Schlüsseltür und dann geht's da drüben bei den Greifern runter und dann habe ich noch nicht gesehen, wie es weitergeht. Ah, Mann. Nein. Und das ist jetzt wieder die Stelle, ab der die Zuschauer natürlich ungeduldig werden, weil ich nicht weiterkomme. Nein! Und dann werde ich auch ungeduldig. Das bedingt sich jetzt wieder gegenseitig. Jetzt wird so ein Teufelskreis in Gang gesetzt. Ah! Mit jedem weiteren Fail steigt so die Ungeduld der Zuschauer. Und da ich das weiß, steigt auch meine Nervosität. Und dadurch mache ich mehr Fails. Und dadurch werdet ihr ungeduldiger. Na, das ist eigentlich dann kein Teufelskreis. Eine Teufelsspirale nach unten ist das. Das ist das. So. Ah nein, ich will nicht immer wieder da oben sterben. Ich will einmal bis zu der Tür kommen. Nein! Da oben bin ich noch nie gestorben an der Säge. Das war neu. Nein! Und dann ist immer das ist Nervige bei Mario Maker, was halt dazu kommt, dass es 3 Jahre dauert, bis man wieder neu starten kann. Das ist so schön bei SMW, wo es direkt diese Retry-Funktion gibt. Bei den SMW-Hacks. Die haben wir hier einfach nicht. Es dauert 3 Jahre, bis ich neu gestartet habe. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein! Come on! Bin ich jetzt wieder bei dem Level gelandet? Das ist jetzt. das wollte ich doch gar nicht aufnehmen, Mann. Ich meine, die Aufnahme lebt von Spontanität. Aber das ist nicht, was ich wollte. Oh, Mann. Aber jetzt kann ich nicht aufhören. Ich kann jetzt einfach nicht aufhören. Okay, einfach ruhig bleiben. Einfach ruhig bleiben. Okay. Nein. Nein, hör auf. Nein. Aber wir waren wieder am P-Switch. Wir waren wieder am P-Switch. Das ist schon mal besser als das gerade. Nein. Wollte ich jetzt auch nicht hin. Na, oh! Blödsinn, da nochmal zu springen. So ein Blödsinn, da nochmal zu springen. Das wäre was, wenn man das in Expert bekommt. In Super Expert. Das ist auch. Dann ist zumindest zu Super Expert waren sehr schnell rum. Mann. Einfach, ich darf einfach nicht hektisch werden. Es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Aber sag das mal meinem Kopf. Aber sag das mal meinem Kopf. Nein! Mal's da runter, so vor ein paar Minuten. Nein, ich habe die Kugel nicht abgewartet. Das gibt's nicht. Nein, das war so krass. Es war so knapp. Okay,
Okay. Jetzt ist es halt leider so. Jetzt habe ich natürlich wieder das Problem. Jetzt habe ich das komplett umsonst gespielt. Aber, ja. Aber, okay. Er baut auch ganz krasse Sachen. Irgendwann möchte ich mir das nochmal angucken. Irgendwann möchte ich mir das nochmal angucken. Oh, wir können kurz uns spoilern. Basuf. Basuf. Oh Mann, man erkennt nichts. Ah, nee. Sehen wir nicht, wie das funktioniert. Okay. Aber, gucken wir uns irgendwann nochmal an. So, ich wollte Frank Level spielen. Es tut mir leid. Nein, ich wollte nicht wieder. Oh, Nintendo, manchmal. Geh doch jetzt da weg. So. Okay. Ich wollte Franks Level spielen. Das wollte ich. Wo geht's los? Midnight Express, da geht's los. Oha. 1,54%. Oh je, der wird wieder was Ordentliches gebaut haben. Puh. Puh. Oh boy. Ich verstehe. Okay. Das sind Grafiken, die man nicht so oft in Mario Maker sieht, ne? Die werden nicht so oft verwendet. Dadurch wirkt es gleich das ein bisschen speziell. Ich muss die kaputt machen, dann muss ich hoch, dann muss ich rüber, dann muss ich den noch erwischen. Okay. Gucken wir mal. Also schön weit nach vorne und oh boy, das ist echt, das ist schon zeitlich ganz schön knapp. Okay. Ah ne, ich muss vorne hin. Drauf, drüber. Okay, ja, es geht sogar. Dann nehmen wir den mit. Das Schöne bei Frank ist aber ja, irgendwann kommt ein Checkpoint so. Okay, hier drauf. Hier rüber. Ich wette, ich muss das Ding noch erwischen. Oh, da ist dann der Checkpoint. Okay, alles klar. Also gehe ich davon aus. Gehe ich jetzt mal davon aus, dass da der erste Checkpoint kommt. Nein! Sollten wir aber hinbekommen. Bis zum ersten Checkpoint sollten wir es zumindest schon mal schaffen. Also hier war doch mehr als genug Zeit. Da muss ich mich gar nicht so hetzen. Auch das geht klar. Jetzt kommt der erste Teil, wo man ein bisschen schnell sein muss. Da war ich gerade zu langsam. So passt es. Nein! Wie konnte ich den denn jetzt wieder verpassen? Wie konnte ich den denn jetzt verpassen? Den denn jetzt verpassen? Ah, das gibt's ja wohl nicht. Hüppa! So. Ja, das ist doch echt machbar. Und nein! Ah, jetzt ging. Ah, da muss ich knapper springen. Ah. Okay. Ich hab's gespürt, dass das nichts wurde. Ich hab's im Sprung gespürt, dass das nichts wird. Okay.
Okay, bitte Checkpoint. Nicht noch irgendeinen anderen Sprung machen. Oh, nice. Gut, so, jetzt geht's runterwärts. Auch interessant. Das könnte sogar... Oh. Den habe ich nicht gesehen. Hätte ich den sehen können? Der kommt mir ein bisschen blind vor. Ja, naja, geht so. Ach so, ich muss... Ah, verstanden. Aber dafür gibt es ja einen Checkpoint. Meinetwegen. Ich kann auch erst mit dem so ein bisschen runtersegeln. Aber im Prinzip muss ich jetzt nur hier rüber. So, das war's schon. Die braucht man da gar nicht, alle vier. Oh, okay. Der ist ganz schön langsam. Aber das ist auch gut. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Okay. Eieiei. Jetzt muss ich da hoch und muss ihn drücken irgendwo. Irgendwo muss... Wo ist der Schalter? Oh, jetzt muss ich das... Wo ist denn das Ding jetzt hin? Ach so, verstanden. Oi, oi, oi. Okay, jetzt gehen wir mal ganz in die Ecke und dann zack, zack, uff. Oh, das ist ganz schön viel, was wir jetzt geschafft haben. Checkpoint, nächster Checkpoint. Komm schon, gib mir den nächsten Checkpoint. Yes! Den zweiten Abschnitt haben wir ganz gut geschafft. Okay. Das hier ist soweit auch kein Problem. Ich darf nur nicht neu starten. Das wäre blöd. So, aber das lief... Der zweite Abschnitt lief deutlich besser als der erste. So, was ist mit dem dritten Abschnitt? Ist jetzt die Frage. Das müsste jetzt immer dann das Finale bei Frank sein. So, wo nochmal alles ein bisschen zusammenkommt. Aber dann denke ich fast... Aber ich will nichts verschreien. Ich will nichts verschreien. Zack. Nehmen wir eigentlich auf? Ja. Merkt es sich. Oh. Ich kann dazwischen landen. Ich bin blöd. Nein! Oh, jetzt hätte ich. Jetzt hätte ich. Jetzt hätte ich fast. Oh, um Gottes Willen. Jetzt hätte ich fast Quatsch gemacht. Oh, da habe ich nochmal gerade die Kurve gekriegt. Oh. Okay, also ich kann hier zwischen landen. Und dann ah, das ist viel angenehmer. Habe ich falsch gespielt. Oh, schnell. Okay, da muss ich wieder schnell. Oh, da muss ich wieder richtig fix sein. Okay. Ah, es wird nochmal. Es wird nochmal kritischer. Es wird nochmal kritischer. Der zweite Abschnitt war so ein bisschen verschnaufen. Jetzt kommt das Finale. Ja, okay. Aber da muss ich noch schnell wieder rüber. Das ist ganz schön knapp alles. Der Teil ist ganz schön knapp. Oh, jetzt muss ich... Jetzt muss ich hier runter, ich muss hier hoch und dann muss ich den noch mitnehmen. Nein! Schade. Schade. Hätte ich kriegen können. Hätte ich kriegen können. Jetzt muss ich die Pflanze nochmal machen. Okay, Pflanze. Ah ne, kommt noch gar nicht. Jetzt kommt nochmal der Sprung. Aber das war jetzt ja machbar. Oh, das war knapp, aber machbar. Passt. Zack, zack, zack. Und rüber. Ah, das ist so knapp. Das ist so knapp. Und hopp. Okay, nice. So. Manchmal hasse ich mich für solche Sachen. Ein bisschen mehr Konzentration. Ein bisschen mehr Konzentration. Einfach ein bisschen mehr Konzentration. Mehr verlange ich doch gar nicht. Von mir selbst.
So. Ah, das passt mit der Pflanze. Das geht mittlerweile ganz gut. Und der Teil hier ist eigentlich nicht schwierig. Ah, das geht eigentlich voll in Ordnung. So, jetzt muss ich die wieder mitnehmen. Und dann... Wohin? Ah, da hoch. Die Münze interessiert mich überhaupt nicht. Da ist eine Röhre. Nein! Ich habe nicht gesehen, wo ich hin muss und das zu spät realisiert, wie ich springen muss. Okay, da drüben ist dann nochmal eine Röhre. Oh mein Gott. Ja, gut. Dann nicht. Eieiei. Okay. Okay. So, die interessiert mich jetzt nicht mehr. Doch, einmal interessiert sie mich noch. Hier interessiert sie mich noch. Jetzt interessiert sie mich nicht mehr. Jetzt kann ich in Ruhe hier einfach dahin und dann interessiert mich das Ding hier nochmal. Ich bin so doof. Oh mein Gott, war das blöd. Ich sollte vorher über die Pflanze, damit die mich nicht da reinschubst. Okay. Meine Nerven. War das gerade wieder ein Quatsch. Das war ein bisschen knapp. Schaffe aber noch. Gut, passt, passt, passt. Oh, das war wieder ein bisschen knapp. Ups, passt aber auch noch. Gut, wunderbar. So, das hier ist wie gesagt nicht das Problem. Okay. Und wir springen gleich drüber. Und dann... Nein, jetzt war ich zu... Einmal zu niedrig, einmal zu hoch. Jetzt werden wir es schaffen. Okay, gut, cool. So. Oh, das war knapp. Wenn noch irgendwann, werde ich noch an den Stacheln da beim Runterfahren sterben. Ich sehe mich schon, ich sehe das schon kommen. So. Nice. Komm schon. Ah, es kommt natürlich noch mal so ein Final. Okay, so ein Finalsprung. Oh boy. Ziel. Yes. Puh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war aufregend. Okay. Hat Frank noch ein kurzes oder so? Eins, was nicht so schlimm ist? Das haben wir gespielt. Das ist mir von Devilry. The Glass Keep. 2,31. Das ist etwa Lavender. Vielleicht nicht. 2,42. Die sind 27 Sekunden. Okay. Aber ich würde schon gerne noch eins von ihm spielen. Aber es sollte jetzt halt nicht allzu lang noch dauern. Ach du. Das habe ich nicht beachtet, dass wir eine Clear Condition haben. Hey, oh, das ist ein schneller Dings. Ein schneller Scroll. Dings, Viech. Okay. So. Hä, wie? Ah, da muss ich drüben. Ah, okay, verstanden. Okay. Aber da es ja nur 29 Sekunden lang ist, müsste das ja funktionieren. Wie mache ich den?
Da muss ein ganz kleiner Trick nur dabei sein. Nichts Großes. Ja, das war doof. War zu langsam. Aber wir können auch weiterspielen. Ach, können wir nicht. Ich kann nicht. Ah, ich muss das... Ich verstehe es, doch, ich verstehe es. Ich muss das an der linken Seite machen, dann kann ich weiter rutschen. Dann sollte ich so schnell rutschen, dass es besser funktioniert. Dass ich da durchkomme. So stelle ich mir das aktuell zumindest vor. Mal schauen, ob ich recht behalten werde. Also hier, und dann rutsche ich weiter. Ja, ich muss aber trotzdem selber noch ein bisschen... Nein! Selber noch ein bisschen nachhelfen. Okay. Also soweit schaffen wir das. Soweit kommen wir durch. Soweit kommen wir durch. Na, ich hasse das, dass das als erstes kommt. Ich möchte Neustadt als erstes haben. Mann, nicht kommentieren. Okay, jetzt kommt neues Zeug. Ist egal, wir müssen erstmal gucken, was kommt. Ah, okay, noch ein Rutschpart. Noch ein Rutschpart, den wir noch nicht kennen. Okay. Ah, da bin ich ganz schön... Da muss ich noch ein Stückchen höher kommen. Das ist gar nicht so unknapp. Ja doch, passt schon. Gar nicht so unknapp. Jetzt habe ich ein bisschen Problem mit dem... Ja, egal. Achso, nee, ist nicht egal. Weil wir ja da hinten den Pilz brauchen. Das heißt, eigentlich bräuchte er doch die Condition gar nicht. Ich brauche doch eh den Pilz. Ich darf doch eh nicht getroffen werden. Wozu die Condition? Also bin ich denn durch dieses Scrolling, wird man so ein bisschen verzogen beim Springen immer. Das muss man da reinbeziehen. Und das kriege ich immer nicht hin. Falls ihr denkt, ich bin zu blöd, auf dem zu springen. Ja, weil mich das Scrolling immer rüberzieht. Wieso gehe ich eigentlich da über den genau? Ich kann ja direkt da hingehen. Lul. So. Das war nicht, was ich wollte. Da muss jetzt das Ziel kommen. Da drüben muss das Ziel kommen. Okay, cool. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Swirl wäre es, glaube ich, gegangen. Oder Twirl heißen die Dinger, nicht Swirl. Was war das denn jetzt? Du bist nicht gesprungen. Spring doch einfach, Kerl. Nicht zu viel verlangt. Nein! Das ist... Vielleicht noch ein bisschen warten, bis der ein bisschen höher geht, dann kann ich auch gleich höher springen. Dann müsste ich nicht so rumwuseln. Oh boy. Ja, ich dachte, es war zu knapp, aber es hat gepasst, okay.
Ja, sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt einfach in Ruhe hier an die Wand runter. Oh, yes! Ach so, ja, natürlich hat er die Clear Condition, weil sonst könnte man ja, selbst wenn man den Pilz braucht, am Ende braucht man den Pilz nicht mehr. Das heißt, dann könnte man sich da treffen lassen. Insofern, ja, klar, passt. Clear Condition ist verständlich. Vergesst meine Frage. Gut, 2 Level von Frank geschafft. Und nächstes Mal die anderen 2 von Frank. Das sind nochmal 2 größere. Ich denke, dann passt die Geschichte. Dann gucken wir uns doch das hier von Devori an. Und dann, denke ich, werden wir uns wirklich erstmal wieder zur SMB begeben. Ich weiß, ihr wartet schon. Problem ist, mittlerweile ist Ori and the Forest rausgekommen. Also nicht Ori and the World of the Wisps ist rausgekommen. Das nächste Ori-Spiel, das möchte ich eigentlich auch spielen. Na, jetzt mal gucken, ob wir SMB oder Ori machen. Erstmal muss ich es mir kaufen, aber das ist jetzt nicht das Problem. Aber grundsätzlich, ich habe das auf dem Schirm. Ich habe das mitbekommen, dass Ori rausgekommen ist. Nur, dass ihr es wisst. Ich möchte schon gerne Ori spielen. Wie wir das machen, werden wir sehen. Vielleicht machen wir es in den Osterferien. Wenn es Osterferien gibt. Vielleicht machen wir auch die Schule. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Gerade ist ganz komisch. Aber gut, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.